Da die Hochschulen ein Unruheherd im kapitalistischen System darstellen, bedarf es der staatlichen Eingriffsmöglichkeit in die Angelegenheiten der Hochschulen. Artikel 4 Rechtsaufsicht Absatz 2 Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist befugt, rechtswidrige Beschlüsse und Maßnahmen der Hochschulen zu beanstanden und ihre Änderungen zu verlangen. Kommt die Hochschule binnen einer ihr gesetzten angemessenen Frist den Anordnungen nicht nach, so kann das Staatsministerium für Unterricht und Kultus die notwendigen Maßnahmen anstelle der Hochschule verfügen und vollziehen. Der Präsident ist nur dem Ministerium Rechenschaft schuldig. Huber installiert in einem Akt unverhohlener Unverschämtheit seine Interessenvertreter als legitimierte Organe in die Kunsthochschulen. Dadurch stehen den Parteibossen und Industriefunktionären auch die letzten Türen offen. Speziell für die Kunst- und Musikhochschulen könnte das schwerwiegende Folgen haben, da ein namhaftes Interesse seitens der Kulturindustrie besteht, wie zum Beispiel Reklame, Schallplatten, Film und Fernsehen etc., die Produktion von Information und experimenteller Erkenntnis in den Griff zu bekommen. Das CSU-Gesetz sieht vor, dass Studenten von ihrer Immatrikulation zu einem Arbeitsdienst verpflichtet werden können. Artikel 42.3 Artikel 41.2 sieht eine gesetzliche Einführung des Numerus Clausus vor, der das verfassungsmäßig garantierte Grundrecht der freien Wahl des Berufes und der Ausbildungsstelle auf lange Zeit beschneidet. Artikel 54 Absatz 3 Ein Student, der hinreichend verdächtigt ist, ein Verbrechen begangen zu haben, kann bis zur rechtskräftigen Entscheidung in der Strafsache vorläufig von der Hochschule ausgeschlossen werden. Diese ermöglicht nicht nur eine unzulässige Doppelbestrafung, sondern ist sogar verfassungswidrig, da sie eine Bestrafung auf bloßen Verdacht hinzulässt. Hier wird der Staatsanwalt zum Richter. Als sich die studentischen Unruhen verschärften, sah sich die CSU-Clique veranlasst, noch vor Verabschiedung des Hochschulgesetzes in den sogenannten Relegationsgesetzen Bestimmungen zu erlassen, die es ihr ermöglichte, unliebsame Studenten sofort zu diskriminieren und von der Hochschule auszuschließen. Die Ausübung ordnungsrechtlicher Maßnahmen ist eindeutig gerichtet gegen die ASTA-Mitglieder und aktive Studenten und versucht die Disziplinierung und Kriminalisierung mutmaßlicher Rädelsführer zu legalisieren. Die Aufgaben, die Minister Huber der Studentenschaft innerhalb der studentischen Mitbestimmung zuweist, sind wie geschaffen für die Schülerschaft einer Klosterschule. Die Mitbestimmung wird sabotiert durch die Fünftelparität, die in jedem Fall den Professoren die notwendige Zweidrittelmehrheit garantiert. Außerdem dürfen sich die Studenten noch um die Gemeinschaft und Pflege der Beziehung in- und ausländischer Studenten kümmern. Auch in der sozialen Betreuung ihrer Kommilitonen dürfen die Studenten mitbestimmen. Das ist bestenfalls als Sabotage einer 200-jährigen Entwicklung deutscher Studentenschaften zu bezeichnen. Diese Hochschulgesetze sollen die Produktion verwertbaren wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses und wissenschaftlicher und künstlerischer Erkenntnisse den Erfordernissen der Wirtschaft und Industrie anpassen.